So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Skyrim. Wir sind jetzt im Flusswald angekommen. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ja, aber ich bin eine Eidechse. Entschuldigung. Habt ihr schon gehört? Das Flusswald-Handelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher am Boden zerstört. Okay. Noch was? Bei Shaw, was wollt ihr? Na gut. Ist nicht gesprächig. Aufschließen? Na, lieber nicht. So. Wir sollen hier rein. Halvor und Sigrids Haus. Schauen wir mal. Guten Tag. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Ah, erzähl mir mal was über Flusswald. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. So, okay. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Gut. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Die Erlaubnis reicht mir erstmal. Was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. So, tritt der kaiserlichen Armee bei. Warum dürfen die Talmor die Anbieter von verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete, wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talus-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. So, okay. Habt ihr Vorräte? Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Kostenlos? Nee, oder? Dietrich. Wein. Schwer. Brot. Ich glaube, das reicht erstmal. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Okay. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay, also nach Weißlauf. Wie komme ich nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird ihr unterstützen?
Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Gut, ihr unterstützt also das Kaiserreich. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Okay, und wer ist ja Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Sie. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. So, ich glaube, das war's jetzt. Nun, ich sollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. So, was ist mit dir? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ja. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Einsamkeit, okay. Wer waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Okay. Ist er irgendwie ein Verräter? Ich achte nicht auf... Ah, richtig. Ihr wurdet gefangen genommen, als ihr versucht habt, die Grenze nach Himmelsrand zu überqueren, nicht wahr? Ja. Das kann man wohl sagen. Ulfric ist der Anführer der Sturmmäntel. Ihr wisst schon, die Verräter, die Himmelsrand aus dem Kaiserreich lösen wollen. Okay. Ihr habt ja gefangen. Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen. Aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Okay. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben. So viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Syrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Okay, wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg im Himmelsrand gehört? Nein. Nun, unten in Syrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Okay, ich dachte, die Drachen wären schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrics Hinrichtung angreift. Okay, warum wurde die Anbetung von Talos verboten? Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. So, ich glaube, das reicht erstmal bei dir. Die verdammten Sturmmäntel könnten überall sein. Hallo? Achso, das ist der Bartmann.
War ja nicht gerade noch eine Frau, ein Mädel? Ich wollte mit euch auch noch reden. Bleibt wachsam. Kann ich das Geld einstecken? Ich lasse es mal lieber. So. Da, 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 da. Oh, das sieht ja dunkel aus. Soll das jetzt Sonne oder der Mond sein? Mond. So scheint es zumindest. Ah, Schleifstein. Sägemühle. Ich will meine Sachen verkaufen. Was ist das? Sleeping Grand Inn. Das scheint der Wirtschaft gewesen zu sein. Was ist das? Riverwood Trapping? Ein Handelskontor. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Hallo. Tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Kein Ding. Mädel, bleib du erstmal stehen, bevor du wegrennst. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ach, du bist hier, Camilla. Moment, ich habe doch einen Brief für dich. Ich habe einen Brief von Fendal. Das wäre die Lüge. Wir sind erstmal. Oder? Ja. Wir sagen die Wahrheit. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Fendal das geschrieben hat? Ja. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Fendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Bis zum nächsten Mal. Okay, noch was? Ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon zu zweit. Woher kommst du? Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lucan zu arbeiten. Okay, Lucan, dann. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, ich will mal schauen, was du hast. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Dann zeig mal. Der Gegenstände über den gehören den Händler. Gegenstände Trennstrich gehören dir. Um Gegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke. Ah. Okay. Magierrobe, Eisendolch, Eisenerz, Helm, Wert, wie viel Gold hab ich? Ich hab 173 Pfeile, Kosten 3, ein Schild, das ist eine Axt. So, Eisenschild, Holzschwert, was soll ich damit, ein Kessel, Milchkrug, Panzerhelm, Pelzstiefel, wow, Wert 981, ich geh kaputt. Eisenhaut. Bis Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zu Hellsehen. Zeig den Weg. Gewähltes Ziel. Nee.
Zauberbuch, leichte Schutzrasserei, Zombie erwecken. Okay, Achso, das kann ich jetzt nochmal einzeln anwählen. Milchkrug. Gut, gut, gut. Sonstiges. Kessel. Seelenstein. So. Schauen wir mal. Also, Eisendolch will ich verkaufen. Und den auch noch. 777 Gold hast du noch. Das ist eine Schnapszahl. Axt, Kriegshammer, weg damit. Eisenschwert brauche ich nicht so viel. Auch weg. Eisenstreitkolben. Reicht mir einer. Eisenzweihänder weg. Langbogen reicht auch einer. Eisenkriegsaxt. 9 Schwert 8. Verdammt. Behalten wir mal. Bekleidung. Ein Schild. Fellhandschuhe. Eins weg. Stiefel weg. Fußlappen weg. Das ist ja noch nicht mal was wert. Novizenkapuze, Steiger Magika. Pelzschild. Rüstung 19. Rüstung 22. Weg. Pelzstiefel. Weg damit. Zaubertränke sind nicht viel wert. Essen. Ausdauer regeneriert sich. Pop. Fünf. Brot. Oh, behalten wir mal. Fasan, Frust, grüner Apfel. Lachsfleisch. Alles unbekannt. Bücher. Buch von Drachenblut. Ja, und sonstiges. Dietrich. Laterne. Weg damit. Bärenpelz behalten wir noch. Du hast echt keine Dietrich, ja? Eisenerz, Graustein. Bücher. Machen wir noch. Heldin. Raserei. Boah, also das habe ich billiger verkauft. Leichter Schutz. Raserei. Zombie erwecken. Gut, verkauft ihr Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Na, zeig erstmal, was hast du da? Achso, das sind die gleichen. Was ist, ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Eine Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach wirklich?
Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Bei den Acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Hier entlang. Moment, ich wollte eigentlich jetzt noch nicht gleich los. Ich wollte mal schauen, wie ihr so lebt. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Von wo? Mädel, wo bist du? Mädel. Ah, hier. Welcher Berg? Diese Diebe müssen verrückt sein, die sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Gut, ich mache erstmal eine kleine Pause. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.